Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, in der letzten Folge haben wir genau hier aufgehört und ich wette mit euch, es gibt wieder einen da drin, der mir meinen Falken kaputt machen Sei will. meine Augen. Ja, natürlich, es war Komm so da weg, Sadiki. klar. Es ist zu gefährlich. Wir müssen aber trotzdem da rein. Wir könnten eventuell die Leute hier nutzen und uns dann so da reinschmuggeln. Heute Morgen hat er den Neuen gehänselt und sein Essen Und gestohlen. dann müssen wir das erstmal machen. Aber da haben wir, glaube ich, jetzt keine Münze für, oder? Leute? Geh einfach ohne mich zum Rennen. Ich mache mir einen ruhigen Abend. Schlaf nachholen. Ich benötige Verstärkung. In der Zeit. Wir erwarten deine Befehle, Sahib. Noch viel zu nett für dich. Gut aufgepasst. Bleib geduldig. Verstanden? So, genau. Kümmert ihr euch mal bitte darum. Ich weide dich aus. Ich kann es kaum erwarten, hier fertig zu sein. Oh, das war vielleicht nicht so eine gute Idee, hier mitten reinzugehen. Alter, dann ernst? Guckt der mich an da hinten? Nee. Du sollst den eliminieren, deswegen sollst du hochspringen. Hallo? Hey, nieder mit dir! Ach, F dich einfach, ganz ehrlich. So, hat keiner mitbekommen hier. Was haben wir denn da? Vermerk für die Schutura. Meidet den dritten Stock, sofern die Ausübung eurer Pflicht nicht zwingend erfordert, dass ihr ihn betretet. Statthalter Ibn Tahir ist mit heiklen Staatsangelegenheiten beschäftigt. Aha, dritter Stock also. Wie komme ich denn in den dritten Stock? Die scheinen ja nicht so böse zu sein hier. Ich verstehe das noch nicht so ganz. Mein einziges Verbrechen. Ach so, die sind dahinter, okay. Befreie mich, bitte. Sehen die mich hier durch? Nee, ne? Hilf mir! Ich ertrage das nicht länger. Kann ich das so öffnen? Vermutlich nicht, oder? Doch. Möge Allah dich schützen, Sadiki. Genau. Danke. Genau, ruf. Oh, ruf mal keine Hilfe. Ich wollte noch sagen, ja genau, ruf du mal Hilfe. Achso, das haben wir doch eben schon gelesen. So, es wäre schön, wenn ihr euch jetzt darum kümmern könntet und ich dann einfach den Typ mit dem Schlüssel mal eben beklauen könnte. Oh, aber nein, sie waren nur eine Ablenkung. Alter. Ernsthaft? Genau, zurück. Ich wollte die eigentlich belauschen. Die Frage ist nur, wie kann ich die jetzt belauschen? Ohne, dass die mich sehen und... Ich kann mich hier irgendwo hinsetzen. Das funktioniert nicht. Das ist das Problem. Wie soll ich die denn belauschen? Hier ist nichts zum Hinsetzen. Hier kann ich mich auch nicht hinsetzen, ne? Das Beb al-Muhawal. Wie ich dieses Tor liebe. Die endlose Flamme der Händler, die mich anschreien, dass der Wegzoll ihr Geschäft ruiniert. Als könnte ich irgendwas dafür. Geh einfach ohne mich zum Rennen. Ich mache mir einen ruhigen Abend.
Schlaf nachholen. Ich bin... Das sehe ich mir. Augenblick! Du siehst dir gar nichts mehr an. Leider kann ich sie jetzt aber auch nicht mehr aushören. Ausräuchen. So, aber wir haben es ja gelesen. Wir müssen irgendwie in den dritten Stock. Und ich gehe davon aus, dass wir... Das sind vier Leute. Dass wir... von der anderen Seite. Ja, natürlich. Okay, versuchen wir es nochmal andersrum. Ich gehe davon aus, dass wir erstmal den Schlüssel holen müssen und dann erst in den dritten Stock, vermutlich in den dritten Stock hochgehen können. So. Das Problem ist, kann ich den linken? Doch, den linken kann ich auch. Na, komm, komm. Ich sehe den noch an. Perfekt. So. Ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Okay, hier ist auch noch was zu lesen. Das nehmen wir auch noch direkt mit, nachdem wir hier noch ein paar Sachen eingesammelt haben. So. Nur für die Augen des Statthalters. Noch immer klammern sich einige an die Ansprüche. Ja gut, das ist jetzt für uns, glaube ich, nicht, nicht wichtig. Dann machen wir hier schon mal den Weg soweit frei. So. Gucken wir hier nochmal. Da war doch jemand hinter, ne? Zwei Stück. Offen machen. Also offen. Also wir öffnen es aber auf jeden Fall. Also wenn er jetzt hier nicht Cha-Cha-Cha tanzt, natürlich nur. So, die große Frage. Können wir von hier drinnen eventuell nach da oben klettern? Und die große Frage, ist da jemand? Sollte man vielleicht auch drauf achten. Es wäre schön, wenn er überhaupt mal rüber geht. So, Moment, da ist auch noch was. Nehmen wir natürlich alles mit, ist doch klar. Okay, da geht's noch mal hoch. Oh, 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 oh. Da sind zwei vor allen Dingen. Komme ich da hoch? Das sind doch keine zwei. Ach, der andere ist ganz oben drauf. Okay. Okay, da ist einer. Der steht da hinten. Da komme ich aber von diesem Balkon oder was das ist nicht hin. Frage ist, wie sieht das aus mit seiner Sicht? Da muss ich offenbar hin, dafür habe ich einen Schlüssel. Er guckt mich aber direkt an. Oh, ist das sein Ernst? Ich kann nicht mit rechts drücken, damit ich ihn erledigen kann. Aber gleichzeitig erwischt er mich auch direkt, wenn ich da vorbeilaufe. Oh, dein Ernst. Natürlich kommt er jetzt hier rum. Mir nicht immer ausweichen. Geh einfach, Junge. Geh einfach. Alter, bleibt der jetzt die ganze Zeit da stehen, oder was? Ihr sieht mich doch, wenn ich hier vorbeilaufe, oder? Oder auch nicht. Na gut. Wenn er jetzt da stehen bleibt, ist mir alles egal.
So. Ah, Muhammad ibn Tahirs Wirkungsstätte. Okay, da haben wir was. Ozean, Wüste, Kobra, Taube. Irgendwie habe ich so im Gefühl, dass das noch wichtig sein wird, weil das ist jetzt schon zum zweiten Mal hier drin. Ozean, Wüste, Kobra, Taube. Ja, Wüste, Kobra, Taube. Er scheint ein Bewunderer der Dichterin Arib zu sein. Werter Vetter, deiner Bitte entsprechend wurden alle Vereinbarungen mit Alamut aufgehoben. Unser Schutzversprechen wurde widerrufen und unser Zufluchtsangebot zurückgenommen. Mhm. Die Taherian stimmten auf Bitte des Statthalters zu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Die Verborgenen wurden hintergangen. Verzicht des Abu Abdallah. Mit schweren Herzen verkündige ich Abu Abdallah, dass ich dem antierenden Kalifen die Treue schwöre und seinen Lebzeiten keinen Anspruch auf den Thron erheben werde. Unterzeichnet am 11. Schawal oder so. Abu Abdullah schwor dem Kalifen die Treue und versprach, den Thron nicht selbst anzustreben. Ein Mann, der die Mächtigen wie Puppen lenkt und die Verborgenen in aller Mut auslöschen will. Ich habe genug gesehen. Aber ich nicht. Der Statthalter behält die Aufständischen im Auge und die Verborgenen. Sag deinen Meistern, dass ich Kopien anfertigen ließ. Zerreiß das Papier, töte mich. Die Abmachung steht. Meine Meister? Die maskierte Verschwörung, der Orden von, auch egal. Dienst du ihnen nicht? Dienst du ihnen denn nicht? Ich diene dem Kalifat. Ich diene Allah. Und ich tue es, ohne mein Gesicht zu verstecken. Wenn du mich jetzt entschuldigst. Warum gabst du Wasif at-Turki Befehle? Einem Mitglied des Ordens? Der Hitzkopf schürte das Feuer von 1000 Aufständen. Allah sei Dank ersparte mir jemand den Aufwand, ihn zu beseitigen. Ein Verborgener, wie ich hörte. Bist du es, dem ich danken sollte? Ich habe deine Briefe gelesen. Du zwangst deine Vettern dazu, Alamut ihren Schutz zu entziehen. Du hast uns an unsere Feinde verkauft. Und Bagdad den Frieden gesichert. Die Quittung hast du dir bereits genommen. Abu Abdullahs Treue schwur? Was hat er mit irgendwas davon zu tun? Sein Ehrgeiz hätte das Kalifat zerrissen. Ich bot dem Orden Alamut an und sie versicherten mir, uns nicht länger zu bedrohen. Du lässt einen Wolf los, um einen Fuchs zu fangen? Der Orden wird Bagdad in Brand setzen, Statthalter! Die Nachwelt wird dich dafür verurteilen! Die Nachwelt kann mich dafür hängen! Ich verlasse diese Welt in dem Wissen, dass Kompromisse Mut erfordern. Und auch Feigheit! Wie alt bist du? 20? Ich war etwa in deinem Alter, als ich in diese Stadt kam. Rechtschaffen durch und durch. Was geschah dann? Ich wurde erwachsen. Wenn du Alamut wirklich retten willst, wende diese Klinge gegen deine Feinde. Gib mir einen Namen. Mit wem hast du diesen Handel geschlossen? Ich könnte, aber wenn du versagst, sterbe ich. Und das möchte ich vermeiden. Ich habe nun zu tun, nichts für ungut. Wache! Und so endet der Tag doch damit, dass ich vor der Schorta fliehe. Hey, Statthalter! Alter, ernsthaft? Oben sind sie alle, okay. Ja. Gucken wir mal, ob wir irgendwo hier noch runter können. Das sieht ganz gut aus, wenn er sich dann runterlässt. Nur, dass ich jetzt Kopfgeld habe. Das ist natürlich nicht so toll. Flüchte vor den Schurter.
Lalalala. Auf Wiedersehen und Dankeschön. Ich weiß ja nicht, inwieweit ich vor denen flüchten muss. Da hinten ist schon wieder was. Ordensmitglied oder nicht, Statthalter Muhammad ist kein Freund der Verborgenen. Ich weiß genug über meine drei Verdächtigen. Es wird Zeit, Roshan um Rat zu bitten und das ein für alle Mal zu beenden. Ja, das ist richtig. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, ich muss jetzt erstmal wieder das extreme Kopfgeld loswerden. Oh, da hinten wäre noch was gewesen. Ich muss erstmal wieder das extreme Kopfgeld loswerden und dann muss ich auch noch wieder zurückkommen. Naja gut, das ist jetzt nicht so weit entfernt. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen kleinen Cut, versuche das Kopfgeld irgendwie loszuwerden. Und dann ja, sehen wir uns gleich bei Roshan wieder. Bis gleich. So, wir sind so gut wie da. Lass mich mal eben schauen, die müsste hier oben drauf stehen. Ja, da hinten. Eieiei. Es war wieder eine kleine Tortur, bis wir die Poster alle weg hatten, aber es ging. Basi, du scheinst dich entschieden zu haben. Was hast du erfahren? Arib ist unschuldig. Der Statthalter weniger. Er hat eine Abmachung mit dem Orden und alle Mut dem Schutz seiner Vettern entzogen. Verflucht. Es ist wie befürchtet. Wir sind vor unseren Feinden entblößt. Ja, im Austausch dafür, dass Abu Abdullah keinen Anspruch auf den Thron erhebt. Er verzichtet und gehorcht dem Orden, an dessen Spitze... Seine Mutter steht. Kabiha ist der Kopf der Schlange. Wo ist sie jetzt? In den Palast geflohen. Wenn wir jetzt handeln, retten wir aller Mut. Gib mir die Federmeisterin. Kabiha wird schnelle Gerechtigkeit erfahren. Und ich werde sie überbringen. Was? Was willst du damit sagen? Dass eine erfahrene Hand nötig ist. Das letzte Mal, als du in einem Palast warst, hast du Chaos gestiftet, milde ausgedrückt. Habe ich mich seitdem nicht bewiesen? Meisterin, ich verdiene das Recht... Du verdienst was? Das Recht zu töten? Nein, das ist nicht... Ein Schlag von einem von uns ist ein Schlag von allen. Oder verlangt dein Ego nach der Ehre? Nicht mein Ego, Meisterin. Die Pflicht. Ich leistete einen Eid, mein Leben zurückzulassen, im Dunkel zu wandeln und dem Licht zu dienen. Das will ich tun. Kabiha ist gefährlicher als ihre Schergen. Schlag schnell zu und beende es. Du darfst nicht zögern. Was für ein Eisklotz. Wer ist sie, dass sie dir Kabiha vorenthalten oder dir sagen kann, wann du zuschlagen sollst? Meine Meisterin und Mentorin, ohne die ich nur eine Leiche in den Straßen von El Anbar wäre. Schnüffelst du mir jetzt nach? Immer. Du schluckst also deine Fragen hinunter, bekämpfst ihre Feinde, dienst ohne Widerworte. Und wirst dein Leben lang von einem Djinn in der Bruchbude verfolgt, der du eigentlich entkommen wolltest. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist. So viele tot oder verschwunden. Und jede einzelne Blutspur führt zu dir, El Bahamut, die letzte Maske, die fallen muss. Du überließest Wasif die Aufständischen. Hast El-Khul entfesselt, gabst die Krone deines Sohns, um Alamut zu erobern. Und wofür? Ein wertloses Andenken an ein vergessenes Zeitalter? Egal. Wir sehen uns im Palast. Und dann werde ich der Schlange den Kopf abschlagen. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.